So, hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Ich hatte ja bereits in meinen Videos den Hex Armor 4041 NSR und den Turtle Skin Workwear Plus Durchsuchungshandschuh vorgestellt. Der Hex Armor, der war sehr, sehr gut gegen Nadeln, also die ist quasi umgebogen vorne an der Fingerspitze. Nur absolut untauglich für das Durchsuchen, weil der halt viel zu steif war. Der Turtle Skin, der hat damals komplett versagt, da ist die Nadel so durchgegangen, obwohl er vom Hersteller selber als nadelsicher angegeben wird. Jetzt wollte ich euch mal den Handschuh von Hedge vorstellen. Das ist der PPG1, wie man hier erkennen kann. Ist auch ein Durchsuchungshandschuh, hat eine Durchstichfestigkeit von Kategorie 4, ist eigentlich das Höchste, was man derzeit auf den Seiten finden kann von den Anbietern wie Kopp oder Polas 24 oder Enforcer. Schnittfestigkeit wird auch mit 4 angegeben. Jetzt mal selber zum Handschuh. Die sind noch sehr neu, deswegen ist der noch ein bisschen steif, der Handschuh. Aber das sollte sich mit der Zeit ein bisschen dehnen, ein bisschen weicher werden, das Material. So, ich ziehe den mal gerade an. Hier sind so Klettverschlüsse an der Seite. So, das ist selber der Handschuh. Hier ist dieses schnitthemmende Material eingearbeitet. Hier vorne sind diese verstärkten Fingerkuppen. Da zeige ich gleich mal mit einer Nadel, wie weit die durchgeht oder reingeht. Der Handschuh, der fühlt sich sehr gut an. In dem Bereich halt ein bisschen steif, weil die Fingerkuppen halt verstärkt sind, aber lässt sich gut mitarbeiten bzw. durchsuchen. Das hier ist eine Plastikwaffe, da kommen so Softair-Kugeln rein, die nehme ich nochmal zur Demonstration von der Griffigkeit der Handschuhe. Also man kann schon ganz gut greifen mit. Hier ist der Plastikknuppel, Plastikwaffe. Also greifen geht ganz gut mit der Waffe. Wie gesagt, hier vorne ein bisschen größer, aber ist okay. Jetzt zeige ich mal gerade die Durchstichfestigkeit mit der Nadel. Also ich nehme einfach mal hier so eine dicke Nadel, so eine Nadel mit einer etwas größeren Kanüle. Das muss ich mal gerade, nehmen wir mal so rum. Also ich drücke jetzt einfach mal. Also man kann auch einfach so machen, da passiert nicht viel beim Handschuh selber. Wenn man jetzt mal eine Tasche durchsucht oder eine Person und greift dann einfach mal etwas gröber, was man jetzt machen sollte, in die Sachen rein oder in die Taschen, dann kann es natürlich mal passieren, dass da ein spitzer Gegenstand oder eine Nadel sein könnte. Und die schützen eigentlich ganz gut. Durchgehen sie auf jeden Fall. Ich drücke jetzt mal was fester, aber muss schon richtig Kraft aufwenden. Jetzt ist sie drin. Aber von den Fingerkuppen her, die sind sehr gut verstärkt. Dafür, dass die Handschuhe noch, also dass man damit noch arbeiten kann. Ich sage ja, der Hex Armor, da ist die Nadel umgebrochen, aber der Handschuh, der war so steif, da ging gar nichts mehr. Gut, das sind halt nur die Fingerkuppen. Hier geht der Handschuh so, die Nadel so durch. Da ist halt keine Verstärkung, also nur dieses schnitthemmende Material hier oben genauso. Da muss man nichts großartig jetzt erwarten. Ja, ich habe hier nochmal eine ganz kleine Nadel, das müssen diese Fixernadeln sein. Die ist also sehr dünn, die Kanüle. Mache ich auch nochmal hier vorne so. Ja gut, die geht natürlich etwas besser durch, weil die halt dünner ist. Kann man auch durchdrücken, dann ist er auch drin. Aber wie gesagt, die sollen ja nur als Schutz dienen. Wenn man Personen durchsucht, dann sollte man eh immer vorsichtig und langsam vorgehen und nicht überhastet. Dann kommt man auch nicht in Bredouille, dass man irgendwann mal, es ist ein bisschen krumm geworden, eine Nadel im Finger stecken hat. Also wie gesagt, ich habe lang gesucht. Das sind jetzt die Handschuhe, die ich behalte. Einzige Manko, die sind nicht günstig. Die kosten jetzt knapp 90 Euro. Die kriegt man vergünstigt dann schon für 80. Ich habe es jetzt für 75 bekommen. Aber ich sage mir lieber einmal
viel Geld oder mehr Geld ausgegeben und keine Nadel im Finger als Handschuh für 30 Euro und ja, 4 Monate auf den Test warten. Ja, ich hoffe, weitergeholfen zu haben. Kann die Handschuhe nur empfehlen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Was hast du denn, Waldorf? Einen schlimmen Finger. Warum lässt du ihn dir nicht verarzten? Ich bin sehr froh, er lenkt mich von der Show ab. Ja.